Was da gestern von der NASA und Google verkündet wurde, war wirklich eine Riesensensation. Das könnte die Suche nach Außerirdischen tatsächlich auf ein paar Jahre verkürzen. Zum ersten Mal hat die NASA mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz einen Planeten entdeckt. Unterstützt wurde sie dabei von Google, genauer von Google Brain. Was das alles bedeutet und warum wir jetzt schon bald auf Außerirdische stoßen könnten, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das Thema künstliche Intelligenz hatten wir ja hier schon öfter mal. Alle großen IT-Konzerne forschen daran und es gibt heftige Diskussionen über Nutzen und Gefahren. Allen voran warnen Elon Musk und Stephen Hawking vor der Technologie. Mark Zuckerberg von Facebook sieht eher die Vorteile. Jetzt wird sie also zum ersten Mal bei der Planetensuche eingesetzt und das mit einer spektakulären Premiere. Für diese Premiere ließ das Forschungsteam Google Brain anhand von 15.000 bestätigten Planetensignalen trainieren, was genau auf einen Planeten hindeutet. Der NASA-Satellit Kepler untersucht Sterne nach Helligkeitsschwankungen. Treten die in einem festen Rhythmus auf, zieht ein Planet an dem Stern vorbei. Mit diesem Training erzielten sie eine 96%ige Trefferquote bei Google Brain. Nach diesem Training wurde Google Brain auf bereits schon untersuchte 670 Sterne angesetzt und wurde tatsächlich bei Kepler 90 fündig. Google Brain fand in den Daten einen weiteren Planetentransit. Um den 2545 Lichtjahre entfernten Stern spürte die KI-Software einen achten Stern auf. Zwar ist er mit 400 Grad Celsius Oberflächentemperatur viel zu heiß, aber die Sensation ist eigentlich eine andere. Mit Hilfe der Software können jetzt Exoplaneten tatsächlich am Fließband aufgespürt werden. Bis heute sind es ja schon knapp 3700 Exoplaneten, die in rund 2700 Sternensystemen entdeckt wurden. Mit Google Brain könnten diese Planeten jetzt viel schneller entdeckt werden. Jetzt müssen Forschungsteams nicht mehr selbst die Daten analysieren, sondern das macht Google Brain in Zukunft für sie. Natürlich müssen sie von den Forschungsteams bestätigt werden, aber die Chancen, dass wir erstens im nächsten Jahr tausende weitere Exoplaneten entdecken, sind riesig und dass wir zweitens auch gezielter nach erdähnlichen Planeten suchen können, das ist jetzt viel leichter möglich. Das Forschungsfeld kann jetzt so modifiziert werden, dass sich nur noch auf Exoplaneten in der habitablen Zone konzentriert wird, also da, wo es Leben geben kann. Das James Webb Weltraumteleskop, das die Leistung des Hubble Weltraumteleskops um ein Vielfaches übertreffen wird, kann sich dann auf diese Planeten konzentrieren. Es wird nämlich in der Lage sein, Wasser, Methan, Kohlendioxid und Sauerstoff in der Atmosphäre der Planeten aufzuspüren. Beim Vorbeiflug an ihrem Zentralstern kann das Teleskop das Sternenlicht, das durch die Atmosphäre der Planeten strahlt, untersuchen und diese Elemente aufspüren. Wären sie vorhanden, wäre das ein klares Indiz für Leben. Mit der Vorarbeit von Kepler in der Kombination mit Google Brain könnten dann tatsächlich schon nach dem Start des James Webb Weltraumteleskops 2019 die ersten Planeten gefunden werden, die dann höchstwahrscheinlich Leben beherbergen. Die nächsten Jahre werden also extrem spannend. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Chat mit einem Toten. Da geht es darum, wie Google Brain einen Toten als Chatbot auferstehen lässt. Der absolute Wahnsinn. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.